Ihr lieben interessierten Köchlein und Köchinnenlein und alle Kinder, die kochen lernen möchten, hier bin ich wieder und jetzt zeige ich euch etwas, was wirklich ein Basisrezept ist und das man immer, immer gut brauchen kann für gute Soßen, selbst für Dressings oder mal kurz, um sich ein heißes Süppchen zu machen, und zwar die Basis einer Gemüsesuppe. Und das Tolle an dieser Gemüsesuppe ist, ich nehme alle Resteln. Also Reste von Gemüse. Zum Beispiel hier habe ich Lauch, da habe ich schon ein bisschen Grün, selbst wenn das dann ein bisschen angeranzt ist, macht gar nichts, schneidet ihr ab. Dann tue ich auch noch das Ende mit den Wurzeln abschneiden. Dann habe ich hier zum Beispiel Brokkoli, da nehme ich einen Strunk. Ich habe euch ja schon gezeigt, also Brokkoli-Strünke sind ja überhaupt das Allerköstlichste. Das wird nicht mehr weggeschmissen. Ich teile das und gebt das jetzt einfach in einen Topf mit heißem Wasser. So, Lauch, hups, kommt rein. Dann habe ich hier gestern Champignons verarbeitet. Ich hebe die Champignonstrünke auf, die Ansätze, kommt hier rein. Zwiebeln, schaut mal, ihr tut jetzt nicht mehr die Zwiebelschalen wegschmeißen, sondern ihr gebt sie einfach in eure Gemüsesuppe rein. Mehr oder weniger fein oder grob. Ich mache das jetzt ein bisschen grob, damit ihr seht, das ist jetzt gar nicht schlimm. Rote Zwiebel, auch schön, mache ich rein. Nicht zu viele Zwiebeln reingeben. Nicht zu viele Karotten, denn sonst wird das Gemüsesud sehr süß. So, die Fipseln kommen auch rein. Rote Beete, wenn ihr rote Beete habt, rote Beete macht die Suppe rot, einen schönen Geschmack. Wollen wir eine rote Suppe oder wollen wir nicht? Je nachdem, gebe ich es rein oder nicht rein. Rote Beete hat viel Kraft, ist gesund. Ich mache ein Stückchen rein. Dann der König der Suppen, der Selleriekopf. Ja, da nehme ich jetzt auch das, was am schwierigsten ist, diese Fipseln, diese Wurmfortsätze, die Wurzelnfortsätze. Teile das nochmal. Ich liebe Sellerie. So, ein paar Kohlrabi-Blätter. Wer kein Kaninchen hat, der weiß nicht, was er damit machen soll. Wer einen Kompost hat, kann man auch in den Kompost. Aber ich gebe sie jetzt in meine Gemüsesuppe. Den Rest, damit es nicht zu viel ist, hebe ich für die nächste auf. Oder ich nehme einen größeren Topf. Dann habe ich hier Karotten mit Grün. Ich nehme ein bisschen Grün. Ihr seht, das macht Spaß. So zu kochen kann man auch. Lasst mal die Kinder gern mitmachen. Die können das zerrupfen, zerreißen und haben da Spaß, mal nicht so ordentlich arbeiten zu müssen. Und ich finde, das muss auch mal sein. Fenchel. Ja, der Fenchel, da passe ich auf, dass ich das Grün nicht wegschneide. Das liebe ich, das brauche ich. Aber diese Stängel, die benutzt kaum jemand, auch wenn man sie dünn schneiden kann und in den Salat machen kann. Ich gebe sie jetzt hier rein. Und dann habe ich noch, so schauen Karotten aus dem Garten aus, wenn die übrig geblieben sind. Hier sind ein bisschen Wurmfraßspuren. Gut, wenn man die wegmacht, da sieht man, unter diesem bisschen dunklen Karotte versteckt sich eine knallorangene, gesunde Karotte. Deswegen keine Panik, ich mache sie in meinen Gemüsesuppe rein. Wenn es Stellen gibt, die ich nicht in meiner Suppe haben möchte, dann schneide ich die raus. Aber in der Regel gilt das, das wird alles nochmal durchgesiebt, es wird aufgekocht, da ist dann nichts mehr, was lebt und zuckt, falls ihr Angst habt. Also nur alles rein, es hat alles Kraft und Energie. Die Reste, die wirklich, wo ich mir denke, na, das will ich jetzt nicht in meiner Suppe haben, die kompostiere ich dann in meinen Garten. Und dann habe ich etwas, was ich finde, in jede gute Suppe, Rinds-, Hühner- oder Gemüsesuppe gehört, nämlich ein Lorbeerblatt.
Da nimmt man nicht zu viel. Lorbeer kann sehr aufdringlich sein. Also wenn ihr euch sicher seid, wie viel, würde ich mal sagen, probiert mal ein halbes Blatt, knickt das ein bisschen und gebt das in euren Topf hinein. Und dann habe ich hier noch so einen Futzel Ingwer, der schon ein bisschen vertrocknet ist, vielleicht auch ein bisschen zu mühsam zum Reiben oder ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Wenn ihr euch ein bisschen schwach fühlt oder Energie braucht, na, dann gebt einfach das Ingwer rein. Auch wenn ich jetzt dieses große Stück reingebe, ihr werdet sehen, das wird jetzt nicht besonders scharf werden, weil es eben im ganzen Stück ist und ich kann dann kosten und wenn es mir zu scharf wird auf diese Menge, dann kann ich vorzeitig rausfischen. Jetzt ist die Frage, wenn ich Chili liebe, scharf liebe, Ingwer liebe und sage, das ist mir noch zu mild, könnte ich jetzt natürlich ein Stückerl von dem Chili reingeben. Das mache ich jetzt nicht, denn viele mögen das nicht besonders scharf, besonders Kinder. Aber was ich mache, ist, ich gebe ein bisschen von meinem Lieblingsgewürz rein, Ajowan. Das ist Königskümmel und ich finde, das ist ein sehr, sehr feines Gewürz, das kaum jemand kennt. Es ist so ein bisschen zwischen Thymian und bisschen kümmelig und bisschen Majoran. Also ich mag es sehr, sehr gern. Und dann natürlich ein paar Pfefferkörner. Und zwar auch, also für die Menge vielleicht, das ist zu viel. Das ist Kampot-Pfeffer, ein besonders guter Pfeffer. Ich gebe da so 4-5 Körner rein. Das dürfte reichen. Macht einfach ganze Pfefferkörner rein. Der Unterschied zwischen weißen und schwarzen Pfeffer ist, dass weißer Pfeffer nichts anderes ist als geschälter schwarzer. Also nehmt lieber schwarzen Pfeffer, der hat die ganzen Bums und die ganzen Energien noch drinnen und nehmt nicht den gehäuteten Pfeffer. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, wenn das jetzt so weit ist, da ist auch noch ein bisschen, könnt ihr einfach die Gemüse Brühe, Restelsuppe anmachen, dann mache ich natürlich Salz rein. Erstmal nicht so viel, denn ich werde das noch nachwürzen. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen Gelbwurz, also Kurkuma machen, dann wird die Suppe immer gesünder. Aber wer das sagt, nein, ich möchte eine ganz klare Gemüsebrühe, dann macht ihr das so, einen Deckel drauf. So, und dann kocht ihr diese Gemüsereste einfach mal aus. Dann wird es geseit, durchgeseit und dann könnt ihr es noch nachwürzen mit ein bisschen Salz und Pfeffer, wenn ihr lustig seid. Und was ich dann immer mache, ich fülle dann diese Gemüsebrühe, wenn sie erkaltet wird, in Eiswürfel. Und dann habe ich immer, friere sie ein, immer so ein bisschen, um irgendwie eine Soße aufzupeppen oder ein Dressing zu verfeinern, habe ich immer so einen besseren Basis, besseren Sud, als einfach, wenn da steht, nimm einfach Salzwasser oder nimm Wasser. Wir werden nachher schauen, was aus der Gemüsebrühe geworden ist. Die Gemüsesuppe hat jetzt ungefähr eineinhalb Stunden lang vor sich hingeköchelt. Ich mache jetzt mal den Test, wie sie ausschaut. Nehme ich mal ein durchsichtiges Glas, um euch das zu zeigen. Ja, sie hat eine schöne gelb-rosa Farbe. Ich habe ja nicht besonders viel rote Beete reingegeben. Man könnte die viel, viel roter machen. So schaut sie jetzt aus. Herrlich, sie duftet nach Sellerie und Lauch. Jetzt koste ich es mal. Wärmend und stärkend. Es fehlt Salz, muss man sagen. Ich würde auch ein bisschen mehr Pfeffer reinmachen. Aber sonst ist es 1A. Also ich lasse sie jetzt auskühlen. Ich gieße sie durch ein Haarsieb, damit die ganzen Gemüsesachen, die ich da so reingeworfen habe, schaut mal, wie das jetzt ausschaut, im Topf bleibt und ich nur meine Brühe auffange und dann kann ich sie portionsweise einfrieren und alles Mögliche damit verfeinern oder ich esse es einfach als Gemüsebrühe. Guten Appetit!